Ein Vortrag besteht aus zwei Teilen, eine Analyse des Paradigmas, das wir heutzutage finden, und eins für die Zukunft. Und zunächst einmal wissen wir alle, wir stehen vor riesigen Problemen: Klimawandel, Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrisen, Konfliktlinie, Massenmigration, Terrorismus. All das jedoch hat eine Ursache aus meiner Sicht, und das ist der Mangel an Nachhaltigkeit. Wir überbeanspruchen die erneuerbaren Ressourcen der Erde, das wissen wir alle, und das wissen wir eigentlich seit Jahrzehnten. In den 70er Jahren kam diese Studie die Grenzen des Wachstums auf. Die ließen im Grunde genommen nichts Gutes erwarten für die Zukunft durch die begrenzten Ressourcen auf diesem Planeten, es sei denn, wir schaffen es tatsächlich, das Weltall zu erkunden und dort weitere Ressourcen zu finden. Die Nachricht war so unangenehm und in gewisser Weise auch unglaublich für viele, dass der damalige Präsident eine weitere Studie in Auftrag gab für hochkarätigen Wissenschaftler und Beamten, global 2000. 2000 Seiten stark, die Zusammenfassung allein ist 150 Seiten. Wer hat das irgendwo zu Hause stehen? Auf meinem Regal stand das noch. Und in diesen Studien gab es Kurven wie diese, die gezeigt haben, dass es früher oder später eigentlich zu einem Wirtschafts- und einem Populationskollaps kommen werde in diesem Jahrhundert. Ja, wenn man sich anschaut, wo wir ungefähr sind, dann wissen wir, dass es im Grunde genommen jetzt demnächst losgehen müsste mit dem Problem. Also wer sich wundert, warum die Welt so chaotisch ist, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Und schon in den 60er Jahren wusste man eigentlich, dass die Ölindustrie Global Warming verursacht. Damals gab es die autofreie Sonnenbrille, Jute statt Plastik und so weiter und so fort. Hätte man damals angefangen, den Ressourcenverbrauch um 3-4% pro Jahr zu reduzieren, etwas, was völlig machbar gewesen wäre, dann wären wir heutzutage nachhaltig. Man hat sich anders entschieden. Man hat sich entschieden, dass man weitermacht wie bisher. In Wirklichkeit hat sich der Ressourcenverbrauch in den industrialisierten Ländern verdoppelt und verdreifacht. Und dass man hofft, dass uns schon irgendwas einfallen wird. Ja, bitte? Eine Frage. Können Sie vielleicht, oder haben Sie darüber einen Einblick historisch, wie früher die Diskussion war und wer sowas geblockt hat? Also gab es da Staaten, die es geblockt haben? Gab es da Organisationen, die es, also ich weiß, ich glaube, Club of Rome hat sich da, glaube ich, gegründet. Kommen wir gleich dazu. Im Grunde genommen ist es so, dass es Industrieinteressen sind. Damals hat man gesagt, kann eigentlich gar nicht sein, dass ein Problem so groß wird, dass keine Lösung gefunden wird. Je größer die Not ist, desto größer sind die Anreize für Innovation und uns wird schon immer was einfallen. Das wäre der Ansatz. In der Tat hat man schon damals darüber nachgedacht, dass man es tun kann. Hier steht auf Club of Rome, the first global revolution. Da gab es schon den brennenden Planeten und in diesem Buch gab es interessante Passagen, wie zum Beispiel diese, The Limits of Democracy, Democracy is not a panacea, das heißt, damals wurde die Demokratie schon angezählt. Und auch dieser Paragraph, hoch aufschlussreich, der Feind der Menschheit sind wir, die Menschen. Das wurde, das heißt, mit anderen Worten, diesen Feind muss man bekämpfen, ja, um das Problem zu lösen, den Planeten zu retten. Und es dauerte dann einige Jahrzehnte, ich kürze das jetzt ab, bis dann schließlich am 25. September 2015 der Papst höchstpersönlich vor der UN-Generalversammlung Maßnahmen forderte bzw. absegnete. Und da ging es um diese UN-Agenda 2030. Das war, irgendwie hatte man den Eindruck, auf die letzten Minuten zusammengestrickt, denn an diesem Tag fand man im Internet fast nichts darüber. Mehr oder weniger dieses Bild mit diesen 17 Zielen. Alle Ziele, die wir natürlich unterstützen. Ich dachte mir damals nur, hoppla, das ist aber ambitioniert. Wir brauchen 30 Jahre, um eine Straße zu planen und zu bauen. Und jetzt sollen wir in 15 Jahren diesen Planeten nachhaltig bekommen.
Was nicht gesagt wurde, ist, wie wir eigentlich dieses Ziel oder diese Ziele erreichen wollen. Und wer aufgepasst hat, hätte Folgendes bemerken können. Am gleichen Tag gab es eine Snowden-Enthüllung im Intercept über ein Programm, das sich Karma Police nennt. Und demzufolge werden übrigens alle umfassende Daten gesammelt, um unsere Persönlichkeit einzuschätzen und uns einen Punktestand zuzuweisen, der unserem Wert für die Gesellschaft entspricht. Was man sich im Internet anschaut, welche Radiomusik man hört, all das wird ausgewertet. Am gleichen Tag erschien auch dieses Buch Die Herrschaftsformel, wie künstliche Intelligenz uns berechnen steuert und unser Leben verändert. Hätte eigentlich 2 Wochen vorher herauskommen sollen. Am gleichen Tag wurde auch das Nachrichtendienstgesetz in der Schweiz beschlossen. In Deutschland, glaube ich, hätte ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen werden sollen. Und so weiter und so fort. Also man kann sich ein bisschen zusammenreimen, was da eigentlich auf uns zuläuft oder hätte laufen sollen. Ja, hier steht es auch nochmal, wir bräuchten eine Revolution der Vernunft. Eine Revolution von oben. In anderen Worten, nichts anderes als ein Putsch. Die Demokratie würde also im Weg stehen und müsste durch etwas anderes ersetzt werden. Und das MIT hat uns dann tatsächlich auch Näheres gezeigt. Es gab damals ein Enigma-Programm. Ich habe das mal vorsichtshalber gefilmt, was man da sieht, wenn man das anklickt. Im Hintergrund poppt jetzt was auf, aber nur für ein paar Sekunden wird es sichtbar und dann verschwindet es auch schon wieder. Das ist das Bentham'sche Panoptikum. Das ist das Modell für das perfekte Gefängnis, nur digital umgesetzt. In diesem perfekten Gefängnis gibt es einen Überwachungsturm im Zentrum, von dort aus kann man jede Zelle sehen. Alle müssen sich beobachtet fühlen, niemand weiß, wann gerade gestartet wird oder nicht. Und das heißt, das ist das System für die perfekte Kontrolle. Und die Gefangenen sind hier. Ja, man dachte für einige Zeit, Big Data würde die Welt retten. Deswegen hat man viele Daten gesammelt. Ich bin übrigens nicht gegen Big Data grundsätzlich oder gegen digitale Technologien. Nur heute müssen wir mal tatsächlich ein bisschen kritisch beleuchten, was da passiert. Es sind alle 700.000 Google-Anfragen, 500.000 Facebook-Posts in einer einzigen Minute. Wenn wir einkaufen gehen, wenn wir uns bewegen, hinterlassen wir Datenspuren. All diese Datenspuren werden gesammelt. Und natürlich kann man damit viel Geld machen. Aber nicht nur das. Man kann viel Gutes tun, man kann viel Unfug anstellen. Und die Frage ist, wie muss man es anpacken, damit es gut ausgeht. Damals kam 2008 dieser Traum auf, dass mit Big Data Theorie und Wissenschaft überflüssig würden. Ja, wenn es irgendeine Frage gibt, dann stellt die Politik das irgendwie 5 oder 10 Jahre später fest, dann wird ein Programm ausgeschrieben, dann bewerben sich die Wissenschaftler, ein Jahr später ist dann das Geld da, dann muss noch eine Stelle ausgeschrieben werden, dann sitzt ein Doktorand oder Doktorandin auf diesem Problem und dann nochmal 5 Jahre später ist dann die Lösung da. Das heißt, mit 20 Jahren Verspätung haben die dann die Lösung und man hat gedacht, mit Big Data sehen wir alles, was in der Welt passiert. Die Daten verraten uns die Wahrheit auf einen Tastendruck im Grunde genommen und das ist es. Und folglich hat man angefangen, Daten zu sammeln wie wild. Der Traum war, dass man am Ende alles wissen und verstehen könnte und Sie wissen alle, was passiert ist, die Daten, die von den Unternehmen gesammelt werden, die fließen zusammen bei den Geheimdiensten wie der NSA und in Europa ist das übrigens nicht anders, darf man sich keine Illusionen machen, man wurde nur immer, NSA wurde sozusagen zum Feind aufgebaut, damit man da hinschaut und wegschaut von dem, was hier eigentlich passiert. Was wird mit diesen Daten gemacht? Es wird so eine Art Prediction-Maschine gebaut, ein Weltsimulator, wo dann quasi ein großer Plan ausgearbeitet wird. In diesem Simulator sind wir alle vertreten als digitale Doubles.
da sehen wir so kleine Blackboxen, die lernfähig sind, Stichwort Machine Learning, und anhand der ständig zugefütterten Daten lernt sich zu, so zu verhalten wie wir. Und dann sind wir jetzt in der Zone gemacht. Ja. Diese digitalen Doodles sind hoch detailliert, es sind also viele Gigabyte von Daten, die über uns dort gesammelt worden sind. Wir sind längst Gläser. So. Und nun ist eigentlich, ohne dass wir da gefragt worden sind, eine neue Welt entstanden. Die Ideale im Silicon Valley sind eine disruptive Innovation und kreative Zerstörung. Die machen auch von der Demokratie ähnlich halt. Hat man den Eindruck, es ist eine neue Währung entstanden, das sind die Daten. Tatsächlich ist es so, dass die Datenunternehmen heutzutage wertvoller sind als die Ölunternehmen. Das ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Aber auch eine neue Wirtschaftsform ist entstanden, die nennt man Attention Economy. Das heißt, das knappe Gut ist unsere Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeitssekunden werden im Internet versteigert, was wir zu sehen bekommen auf unseren Bildschirmen. Und das wird verwendet, um unsere Aufmerksamkeit zu lenken und damit auch unsere Entscheidungen und Meinungen zu beeinflussen. Darauf kommen wir nachher noch. Es gibt im Grunde genommen auch ein neues Rechtssystem, denn Code is Law, das heißt, Algorithmen bestimmen immer mehr, was möglich ist und was nicht. Am Parlament vorbei wird das beschlossen, wir haben da kein Mitspracherecht, es sind nur einige, die diese riesigen Firmen lenken, die im Grunde genommen Vorgaben machen können, wie das funktioniert. Und dann gibt es ja oft Innovation der Gestalt, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt haben wir da einen Big Data Algorithmus, der funktioniert wunderschön zu voraussagen, das Verhalten von Teilchen. Warum wenden wir das jetzt nicht mal probeweise auf Terroristen an? Und dann hat man da gewisse Erfolge, dann sagen wir, ah, lass uns doch damit auch Kriminelle jagen, dann hat man plötzlich ein Pre-Crime-Programm, wo wir alle als Verdächtige gelten, statt dass eine Unschuldsvermutung zugrunde gelegt wird. Und dann kann man das ja, denken manche, auch eigentlich auf Arbeitslose anwenden, um den Jobs zuzuweisen, und dann machen wir China und dann werden wir festgelegt. Ne? So ticken da manche, und ich muss sagen, das geht nicht. Ja, wir haben Artikel 1 Grundgesetz, Ewigkeitsgarantie auf der Basis von Zweiten Weltkrieg, Dritten Reich und Holocaust. Die Menschenwürde darf nicht angetastet werden. Menschenwürde bedeutet aber, dass wir nicht behandelt werden dürfen wie Tiere, Objekte oder Daten. Wir müssen ein Mitbestimmungsrecht haben. Das haben wir heutzutage in vielen Fällen nicht mehr. Und das müssen wir uns zurückerobern. Ja, und ein neues politisches System. Klar, Politiker wollen wirksamer regieren. Es gibt es neue Methoden, sogenannte Nudging. Man hat so eine Art digitales Zepter gebaut. Man hatte die Idee, mit all diesen Informationen, die es in die Welt gibt, könnte man die Welt regieren wie ein weißer König. Ja? Und die Menschen im Grunde genommen kontrollieren, weil angeblich machen wir ja alles falsch, jede Menge Blödsinn, und deswegen muss der Staat eingreifen, der glaubt, dass es besser weiß. Und damit es möglich wird, werden wir alle profiled und getargetet. Pro Tag und Person werden über uns zwischen vielen Megabytes und mehreren Gigabytes an Daten gesammelt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist eigentlich unglaublich. So. Ja, Wissen ist Macht, sagt man. Es gibt Firmen wie Cambridge Analytica, aber wahrscheinlich Tausende wie diese, übrigens auch in Europa. Wer denkt, dass hier alles in Ordnung sei, täuscht sich also. Diese Firmen kennen uns besser als wir selber und als unsere Freunde. Unsere Freunde können uns natürlich manipulieren, das wissen die alle, deswegen suchen wir uns unsere Freunde gut aus. Wir müssen ihnen trauen können. Aber die Firmen, die uns besser kennen als wir selber, die kennen wir nicht, die können uns aber manipulieren. Wir haben kognitive Schwächen, weil unser Hirn nur 100 Watt verbraucht, im Unterschied zu diesen Google-Superintelligenz, die so viel Strom verbraucht wie eine ganze
mittelgroße Stadt. Und diese Schwächen unseres Gehirns hat man quasi alle vermessen, um herauszufinden, wie man das austricksen kann. Und für jeden dieser Tricks kann man quasi digitale Austricksfunktionen bauen, ja, und dann diese Buttons quasi aktivieren. Da sitzt aber jetzt nicht irgendein Geheimdienstmann, der auf den Knopf drückt, damit Herr Helbing jetzt bestimmte Files sich im Internet anschaut oder bestimmte Produkte kauft, sondern künstliche Intelligenz macht das. Ja, und zwar auf einer Basis von Hunderten von Millionen von Menschen gleichzeitig. Das Ganze ist entwickelt worden im Zusammenhang mit, was man Neuromarketing kennt. Das heißt, die Informationen, die uns angezeigt werden, sind personalisiert. Wir bekommen unterschiedliche Dinge im Internet zu sehen. Und damit kann man unsere Aufmerksamkeit steuern. Und wer unsere Aufmerksamkeit hat, kann uns auch manipulieren. Unsere Meinung, unsere Entscheidung, unser Verhalten. Und wir kennen alle diese Experimente aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also so um die Zeit, dass eben auch der Faschismus sich verbreitete. Da hat man Tiere in diese Skinnerboxen gesperrt und bestimmte Belohnungs- und Bestrafungsreizen ausgesetzt, damit die lernen, bestimmte Dinge zu machen. Mit einer Konditionierung. Und jetzt sind wir dran. Ja? Wir wurden in unsichtbare Skinnerboxen gesperrt, das sind die Filterblasen, die personalisierte Informationswelten. In denen fühlen wir uns ganz wohl, die sind ja auf uns zugeschnitten, aber die können uns auch Informationen unterjubeln, ohne dass wir das merken und die dann nachher unser Denken, unser Entscheiden beeinflussen. Singapur betrachtet sich gleich als soziales Labor. Und wer bis jetzt gehofft hat, dass ich hier nur irgendwelche übertriebenen Fantasien und Hirngespinste erzähle, der muss sich mal dieses Video anschauen von Tristan Harris, der TEDx Talk. Er hat in einem sogenannten Google Control Room gearbeitet und erzählt hier: Power a handful of tech companies controls billions of minds every day. Und so geht es dann aus. Ja? Und die Frage ist, kommt jetzt quasi die neue Gesellschaft? Natürlich haben wir auch noch künstliche Intelligenz. Auch das ist grundsätzlich etwas, was riesiges Potenzial für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft hat, keine Frage. Man erwartet, dass es irgendwann superintelligente Systeme gibt. Manche denken schon in wenigen Jahren, andere denken, das dauert noch lange, manche denken, wir müssen den Wasserstand. Auf jeden Fall 2016 schon wurde der Go-Weltmeister geschlagen von einem Google-KI-Programm. Man hätte eigentlich erwartet, selbst Experten, dass das noch 10 oder 20 Jahre dauert. Kurz darauf gab es ein Alpha Zero, ein Programm, das sich selber Go-Spielen beibringt. Das heißt, das wurde gar nicht mehr von Menschen trainiert, das hat einfach nur Millionen Mal gegen sich selber gespielt. Und dann fing an, plötzlich künstliche Intelligenz als gottgleiche Systeme zu verbreiten. Dann stellt sich die Frage, kann die Welt, können unsere Städte wie gigantische Maschinen betrieben werden? Ja, wenn man das wollte, müsste man natürlich wissen, was all die Einzelteile sind. Dazu gehören auch wir, müsste diese Einzelteile beeinflussen können. Ich habe gerade schon erzählt, wie es funktioniert. Und tatsächlich steht das eigentlich hinter dieser Idee, der ursprünglichen Idee von automatisierten Smart Cities und Smart Nations. Ja? IBM, Google, auch Apple, nur hat man davon nicht viel gehört. Und wahrscheinlich auch viele andere Unternehmen wie Amazon, Microsoft arbeiten wahrscheinlich an solchen Konzepten. Es gibt auch Städte, in denen experimentiert wird, bei manchen wissen die Leute gar nicht, dass das der Fall ist. Und Google möchte offensichtlich den Staat neu programmieren, das heißt, die bauen nicht nur Betriebssysteme für Smartphones und Computer, sondern für unsere Gesellschaft. Das hat man uns eigentlich auch nicht gefragt, ob wir das toll finden und ob wir da mitreden wollen. IBM Watson wurde als
nächster Präsident vorgeschlagen wird, dieses Neuseeland 2020, ich meine das wohl ernst. Und auch Mark Zuckerberg von Facebook sagt man imperiale Ambitionen nach. Ich glaube, er ist etwas bescheidener geworden in letzter Zeit. Aber Putin hat es nochmal gebaut. Derjenige, der in künstlicher Intelligenz führt, ist, wird die Welt regieren, fragt sich nur, wer ist das? Ist das Google oder ist das vielleicht China? Und in China haben wir jetzt nicht nur dieses Big Nudging, die Verhaltenssteuerung, sondern da haben wir diesen Citizen Score, wie in dem Part Karma Police Programm, wo alles, was man tut, im Netz plus oder Minuspunkte bekommt. Ja, wenn man bei Rot über die Straße geht, gibt es Minuspunkte. Wenn man die Oma nicht oft genug besucht, gibt es Minuspunkte. Wenn man die Miete zu spät bezahlt, gibt es Minuspunkte. Wenn man kritische politische Nachrichten liest, gibt es Minuspunkte. Wenn man Freunde hat, die kritische politische Nachrichten lesen, gibt es Minuspunkte. Und dann hat man halt einen Punktestand. Und abhängig vom Punktestand kann man dann bestimmte Jobs bekommen oder nicht, in bestimmte Länder reisen oder nicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln sich bewegen oder nicht und auch die Geschwindigkeit des Internets hängt davon ab. Das ist noch nicht in ganz China implementiert, aber es gibt Testregionen und man sagt, dass auch 1 Million Uiguren in Umerziehungslagern seien. Also das ist tatsächlich ein neuer Totalitarismus, der digital oder technologisch ermöglicht ist. Und wie ich schon sagte, eigentlich kommt die Technologie, die Idee aus dem Westen. Das heißt, wir sind davor nicht gefeit und deswegen habe ich mit Kolleginnen und Kollegen diesen Artikel geschrieben, Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Ich bin der Meinung, dass dieser vollautomatisierte Ansatz für Städte nicht funktioniert und nicht nur ich. Es gab hier eine offizielle Konferenz, das war die City School Technology, da waren die Vertreter dieser Smart Cities da und von verschiedenen Staaten und auch von Homeland Security und auch von den Unternehmen. Und im Grunde genommen war keiner so richtig zufrieden mit den Erfolgen dieser Programme. Und wenn man sich dann die Liste der lebenswertesten Städte anschaut, dann stellt man fest, hey, die sind ja gar nicht in den führenden IT-Nationen. Da wird uns immer ein Paradies auf Erden versprochen, im Silicon Valley, und in Wirklichkeit ist es ganz woanders. Warum funktioniert das nicht? Es funktioniert nicht, weil Städte eben nicht einfach nur gigantische Logistiknetzwerke sind. Und weil es auch nicht einfach nur gigantische Entertainment-Parks sind, wo vorgefertigte Erlebnisse konsumiert werden, sondern Städte sind die Orte, wo wir uns begegnen, wo wir neue Erfahrungen sammeln, wo wir lernen, wo wir Freundschaften schließen, uns verlieben, Familien gründen, wo wir kreativ und innovativ sind und die Zukunft mitgestalten. Und all das fehlt in diesen klassischen Smart Cities Programmen. Ja? Und weiß ich nicht, ob das jetzt ideal hier ist mit diesen Folien. Ich will nochmal daran erinnern, dass wir dieses grundsätzliche Problem hier lösen müssen, dass nämlich erwartetermaßen die Todesraten auf diesem Planeten drastisch nach oben schnellen, Mitte dieses Jahrhunderts nach diesen Prognosen, die können richtig oder falsch sein, aber ganz von der Hand weisen kann man sie auch nicht. Und das würde also passieren, wenn es uns nicht gelingt, unser Wirtschaftssystem auf diesem Planeten rechtzeitig zu ändern. Ja? Also weiter so geht nicht. Das ist die einzige Option, die wir garantiert nicht haben. Und deswegen gibt es Bücher wie dieses, Learning to Die in the Anthropocene. Das heißt, wir müssen jetzt angeblich lernen zu sterben, ja? Weil der Planet überbevölkert ist, wie oft gesagt wird. Was dann passiert ist, irgendwann bricht quasi das Ökosystem zusammen, die Population kollabiert, wir können das beobachten und sehen, wie überdüngt sind. Es endet dann so, wer übrigens sehen überdüngt, der muss empfindliche Strafen zahlen,
Das heißt, eine Straftat in der Welt ist das ungefähr so gelaufen. Das sind Zahlen hier aus China. Also auch hier findet man ähnliche Entwicklungen. Immer wieder stößt man quasi an die Grenzen der Systemkapazität und dann gibt es diese Einbrüche. Und obwohl man das eigentlich weiß, hat man den Planeten überdüngt. Ja? Die Ursache ist unsere Erdölwirtschaft und unser Finanzsystem, was nicht gebackt ist von den Ressourcen dieses Planeten, sondern es ist ein Fiat-Currency-System, da können wir nach Herzenslust quasi neues Geld erzeugen, solange bis wir eben an der Grenze anstoßen. Aber wenn es verboten ist, einen See zu überdüngen, dann müsste es umso mehr verboten sein, die Welt zu überdüngen. Und am Ende seines Lebens meinte dann Rockefeller, die Erdölindustrie ist eigentlich moralisch verwerflich. Anscheinend hatte dann auch seine Unternehmen verkauft, die Erdölunternehmen, aber eigentlich wusste man das schon Mitte der 60er Jahre. Ja, bis dahin konnte man noch einige hundert Milliarden verdienen und das haben auch viele getan. Und hier gibt es übrigens einige Zahlen, von denen ich so richtig weiß, was ich von ihnen halten soll, die angeblich prognostizieren, wie sich die Bevölkerung in verschiedenen Ländern verändern werden, wenn wir quasi an diesen Punkt kommen, wo die Erde einfach nicht mehr die Bevölkerung tragen kann. Und dann kommen die Militärexperten ins Spiel und sagen, wir müssen eine Triage machen, das heißt, wir müssen entscheiden, wer sicher überlebt, wer sicher stirbt und dann gibt es noch diese Grenzfälle, von denen wir vielleicht einige retten können. Und folglich hat man das im Grunde genommen auch im Rahmen einer Art inoffiziellen Volksbefragung uns vorgestellt. Es gab plötzlich diese Fernsehsendung Terror, und zwar in Deutschland, in Österreich und Schweiz gleichzeitig ausgestrahlt und danach wurde abgestimmt, ohne Diskussion und ohne Informationen über die Rechtslage. Was ist noch passiert? Ein Kampfpilot schoss ein Flugzeug mit vermuteten Terroristen ab, um zu vermeiden, dass dieses Flugzeug in ein vollbesetztes Stadion rammt und da halt 10.000 Leute tötet. Und dann wurde gefragt, soll man diesen gerne ins Gefängnis sperren oder nicht? Und das Fernsehvolk hat entschieden, nein, wir sprechen ihn frei. Schlussfolgerung ist, die Mehrheit der Bevölkerung, würden jetzt manche Leute sagen, finden es also okay, dass man Menschen töten darf, um andere zu retten. So, und auf der Basis dessen, was ich vorher erzählt habe, kann sich jeder ausdenken, was das eigentlich für uns bedeutet. Ja, das heißt, das Fernsehvolk hat zugestimmt, dass man sie töten darf, um andere zu retten. So hat man es ihnen natürlich nicht erzählt, aber tatsächlich gibt es heutzutage Unternehmen, die Software bauen, die über Leben und Tod entscheiden. Und es gibt diese unsäglichen Diskussionen über dieses sogenannte Turing-Problem, also wenn das autonome Fahrzeug nicht rechtzeitig bremsen kann und irgendjemand stirbt, ja, das wird schon vorkommen ab und zu, allerdings recht selten. Ja, wer muss dann sterben? Fußgänger oder Autofahrer, Kind oder Oma, Politikerin oder Student, ja, Manager oder Pfarrer, denn diese Autos werden möglicherweise Gesichtserkennung haben. Das heißt, sie werden wissen, wer vor ihnen steht. Und die können dann entscheiden, wer stirbt. Ja? Und jetzt muss man das mal kombinieren, potenziell mit dem Citizen Score. Und das wäre ja sozusagen so ein Entscheidungsprinzip. Und deswegen finde ich das wirklich entsetzlich, diese Diskussion, weil das unterminiert natürlich das Gleichheitsprinzip, das der UN-Menschenrechtscharta zugrunde liegt. Wer das in Frage stellt, der führt wieder eine geschichtliche neofeudalistische Gesellschaft ein, gleich. Und wer glaubt, das denke ich mir jetzt aus, der muss sich eben Arbeiten wie diese anschauen, wo es um computerbasierte Euthanasie geht. Also mit diesen Fragen befasst man sich wieder, und da geht es nicht um die autonomen Fahrzeuge meiner Meinung nach, sondern da geht es um die Frage, wie KI-Systeme über Leben und Tod entscheiden, wenn die Nachhaltigkeitskrise konkret wird. Wie würden Sie das Dilemma denn lösen?
Also zunächst einmal bin ich der Meinung, dass man Dilemmasituationen minimieren muss. Das ist unsere Pflicht, Systeme zu bauen, dass diese Situation so selten wie möglich auftreten. Und wenn sie auftreten, dann denke ich, muss das Gleichheitsprinzip zugrunde liegen und zur Not kann man das realisieren, indem man auswürfelt. Das wäre zumindest ein faires Verfahren. Ich will aber jetzt im Weiteren eigentlich erzählen, wie wir tatsächlich zu einem System kommen, in dem wir hoffentlich alle überleben können. Das heißt, wir müssen ein System schaffen, das eine höhere Tragfähigkeit hat, ja, und damit die Nachhaltigkeitskrise lösen. Und das heißt, wir müssen im Grunde genommen unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem neu erfinden. Und die Digitalisierung kann uns dabei helfen. Ja. Es gibt einige Artikel darüber, unter anderem diesen, das neue Spiel oder eine kapitalistische Utopie. Und was ich eigentlich von Ihnen gerne möchte, ist, dass Sie Game Changers werden, dass Sie die Spielregeln auf diesem Planeten verändern. Und zwar bitte bald. Nummer eins. Wir müssen lernen, wie man Responsible Innovation macht, wie man Design for Values macht. Und tatsächlich die Diskussion, die wir mit angestoßen haben, hat die ersten Früchte getragen. Es gibt jetzt ethische Standards für KI-Systeme. Man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt das Ende der Diskussion ist, aber auf jeden Fall gab es eine riesige Diskussion. Ich bin auch der Meinung, wenn Code Law ist, dann müssen Algorithmen transparent gemacht werden. Und zwar vielleicht nach 24 Monaten, es gäbe also eine kommerzielle Nutzungsphase, aber danach, wenn quasi 95% des Geldes damit verdient sind und nachdem sicherlich bis dahin die nächste Softwareversion schon rausgekommen ist, dann könnte man die Algorithmen öffnen und dann können sich Leute das anschauen und sehen, ob Menschen diskriminiert worden sind. Ja, das ist also ein bisschen so ähnlich wie beim Patentschutz, gibt also Referenzfälle. Und insbesondere muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man eben nicht autonome Systeme betreiben sollte. Ich hatte das schon kommentiert. Wir müssen lernen, Design for Values zu machen. Wichtig ist dabei Wertepluralismus. Das heißt, wer sich nur auf eine Sache konzentriert, die Sicherheit, der wird andere Dinge verlieren. Eine Gesellschaft funktioniert aber nur, indem man viele Werte nebeneinander gedeihen lässt. Man kann natürlich auch lernen, was Demokratie bedeutet und wie man diese verschiedenen Dinge, die wir im Laufe der Jahrhunderte als Folge von Kriegen und Revolutionen gelernt haben, in unsere Softwareplattform einbaut. Ja? Fairness und Privatsphäre-Schutz und so weiter und so fort. Und dann bin ich der Meinung, sollte man das Konzept der War Rooms ersetzen durch Peace Rooms, mehr Transparenz, Operationen in einem demokratischen Framework, interdisziplinäre Teams von hochkarätigen Wissenschaftlern, damit wirklich die wissenschaftlichen Standards eingehalten werden bei der Big Data Analytics und KI-Anwendung, ethische Begleitung, multiperspektivische Ansätze und partizipative Gelegenheiten. Veröffentlicht übrigens in Nature und ich bin der Meinung, wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir die informationelle Selbstbestimmung zurückgewinnen, die uns nämlich auf der Basis der Menschenwürde zusteht und das kann man eigentlich umsetzen, denn wie gesagt, über uns gibt es eigentlich schon digitale Doubles, die in einer riesigen Plattform gesammelt und ausgewertet werden. Im Grunde genommen könnte man da eine Software-Schicht obendrauf bauen, die es uns erlaubt zu entscheiden, welche Firmen für welche Zwecke wie lange welche Daten für welchen Preis verwenden dürfen. Und wenn wir sie nicht freischalten, dann ist es eben nicht möglich, nicht erlaubt, diese Daten zu verwenden. Aber im Grunde genommen werden alle personalisierten Produkte und Services möglich. Die Unternehmen müssen nur unser Vertrauen gewinnen. Es gäbe einen Vertrauenswettbewerb und Datenzugang. Das würde zu einer digitalen Vertrauensgesellschaft führen. Im Übrigen hätte das
wunderbaren Nebenwirkungen für unsere Wirtschaft. Es gäbe ein Level Playing Field, nicht nur Big Business hätte Zugang zu Big Data, sondern auch KMUs, Startups, wissenschaftliche Institutionen, NGOs und so weiter und so fort. Und wir hätten alle ein personalisiertes KI-System, einen digitalen Assistenten, der uns hilft, diese Daten zu verwalten und es vorkonfiguriert auf der Basis unserer Präferenzen. So, da war jetzt eine Frage. Ja, eine Frage von mir, wo wir sind, weil man sieht oft gar nicht bei den Einwirkungen, wenn man diese KI-Sachen trainiert, was man, weil man weiß, was man reinsteckt und sieht, was rauskommt, aber man weiß gar nicht, wie die Sachen entscheiden. Und wann funktioniert es mit Transparenz, wenn die selber gar nicht wissen, was der Computer gerade erinnert. Ich denke, wir werden irgendwann Algorithmen haben und KI-Systeme, die Algorithmen für uns lesen und auswerten und auch die Nutzungsbedingungen und so weiter und das dann übersetzen in Dinge, die wir wissen müssen. Ja? Wir werden auch diese KI-Systeme sozusagen checken. Ich meine, im Grunde genommen geht es ja nicht anders mit Menschen wie mit KI-Systemen. Auch bei Menschen wissen wir nicht, wie die zu ihren Entscheidungen kommen. Wir beobachten sie halt, ja, um festzustellen, wie verhalten sie sich. Und dann klassifizieren wir eben Menschen in verschiedene Kulturen und so weiter. Das gibt uns irgendwie eine Daumenregel, was wir erwarten können, damit wir erfolgreicher miteinander interagieren können. Und so werden wir es wahrscheinlich mit KI-Systemen auch machen. Ja. Ja. Die Daten, die gewonnen werden, werden ja, ich habe gesagt, man sollte sich nicht mehr auf den Sicherheitsfaktor konzentrieren, aber die werden ja unter anderem auch zur Sicherheit benutzt, um eben Morde oder Anschläge zu verhindern. Wenn man das jetzt so umsetzt, dass jeder Mensch selber entscheiden kann über die Daten, die er preisgibt an Unternehmen oder an die Regierung, dann wäre das ja nicht mehr ganz so leicht zu verhindern. Und Sie sehen Sie dann das Problem, dass man entstehen würde. Und vielleicht verringert da Sicherheit in dem Aspekt. Zunächst einmal ist es natürlich so, dass diese Probleme völlig aufgeblasen werden, damit wir diese Massenüberwachung akzeptieren. Ja? Zum anderen ist es natürlich so, man kann sich schon einigen, aber bitteschön, wir alle, unter welchen Umständen in diese digitalen Doubles eingeschaut werden darf. Ich würde aber da keine Stadtnetzwartung zulassen. Ich würde sagen, es muss eine bestimmte Maximalzahl von Fällen geben und so weiter und so fort. Das haben wir heutzutage alles nicht. Heutzutage sind wir alle verdächtig. Ja? Und im Übrigen glaube ich daran, dass wir jetzt eigentlich in eine Zeit kommen, wo wir nicht Secret Services, sondern Public Services brauchen, die Geheimdienste basieren ihre Entscheidungen eigentlich zu weit über 90% auf öffentlich zugänglichen Daten. Und ich glaube, es braucht so eine Art Open Source Intelligence. Damit bekommt man wahrscheinlich eine bessere Gesellschaft zustande, als mit dem, was wir heutzutage haben. Und damit kommen wir auch zum nächsten Thema. Ich glaube, wir brauchen ein neues Paradigma. Wir müssen weg von diesem Top-Down-Control-Denken hin zu Empowerment and Coordination. Das heißt, es müssen die Weichen gestellt werden, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Statt Cybernetics und Synergie, was in dem Cybersyn-System mit einem Kontrollraum gelöst wurde, zu verbinden, kann man es auch umgekehrt verbinden in Synergetics. Und das heißt, da sind auch beide Elemente drin, aber das ist quasi bottom-up. Und in diesem Zusammenhang stelle ich jetzt quasi mein Alternativkonzept vor für dieses Go-Evolving City Life. Uns muss klar sein, dass Städte komplexe Systeme sind. Ja, und komplexe Systeme funktionieren anders als Systeme, die wir uns normalerweise vorstellen, sagen wir ein Auto. Sicher, die Prozessorleistung, die nimmt exponentiell zu, aber das Datenvolumen wächst noch viel schneller, verdoppelt sich jedes Jahr. Das heißt, innerhalb von einem Jahr entstehen so viele Daten wie in allen Jahren zuvor. Und das heißt, ein immer größerer Prozentsatz von Daten kann nie ausgewertet werden. Das sind sogenannten Dark Data und deswegen braucht es auch in Zukunft noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um zu entscheiden, welche Daten jetzt wie ausgewertet werden sollen.
Darüber hinaus ist es aber so, dass wir die Welt immer mehr vernetzen und dadurch nimmt die systemische Komplexität zu, und zwar faktoriell. Und das heißt, es entsteht eine paradoxe Situation, obwohl wir mehr Daten denn je haben und die beste Technologie aller Zeiten, verlieren wir trotzdem die Kontrolle über die Welt, wenn wir sie top-down zu kontrollieren versuchen. Brauchen wir also ein neues Kontrollparadigma, das ist verteilte Kontrolle. Und das bedeutet Selbstorganisation. Wie es funktioniert, will ich nachher erläutern. Also wir leben in diesen hochvernetzten Systemen. Und wenn man da irgendwo was verändert, beeinflusst das immer andere Elemente des Systems. Und folglich ist es oft so, dass die gewünschten Effekte nicht eintreten, sondern es Nebenwirkungen gibt, Feedbacks und Kaskadeneffekte. Und insbesondere gibt es hier diese unerwünschten Staus aus dem Nichts. Ja, hier gibt es keinen Unfall oder irgendeinen ersichtlichen Grund für diesen Stau. Selbst wenn man jetzt die Hürde der Fahrerinnen und Fahrer auslesen könnte, würde man zwar sehen, dass dieser Stau entsteht, aber man könnte ihn so nicht verhindern. Was passiert hier? Es gibt eine systemische Instabilität und folglich schaukeln sich kleine Störungen auf. Das führt zu einem Ergebnis, das keiner will. Und es gibt viele solche Probleme, die Tragödien der Allgemeingüter, das heißt Zusammenbruch, in diesem Fall nicht des freien Verkehrsflusses, sondern der Kooperation, Probleme in Supply Chains oder auch in der Ökonomie insgesamt, Crowd Disasters, Kriminalität, Konflikte, Revolution, all diese Probleme basieren auf systemischen Instabilitäten, und um die in den Griff zu bekommen, müssen wir komplexe Systeme besser verstehen. Darüber hinaus gibt es eben diese Kaskadeneffekte, schönes Beispiel eigentlich. Das hier, wir können vielleicht ein bisschen zuziehen hier, es wird doch relativ hell, man sieht es sonst nicht so gut. Das heißt, eine kleine Störung im System kann im Grunde genommen das ganze System durcheinander bringen. Und während das hier noch ein amüsantes Experiment für ein verregnetes Wochenende ist, passiert es eigentlich auf unserem Planeten schon seit einigen Jahren. Die Finanzkrise, Lehman Brothers ging pleite und danach Hunderte von Banken. Und wir müssen die Rechnung dafür bezahlen. Hunderte von Milliarden und noch mehr. Ähnliche Probleme kennt man aus Elektrizitätsnetzwerken, sogenannte Blackouts. Also hier kann es passieren, dass in Spanien ein Problem auftritt und dass am Ende in Osteuropa der Strom ausfällt. Ja? Also dann gibt es noch komplexe Interdependenzen zwischen verschiedenen Netzwerken und gerade bei Katastrophen spielt das eine große Rolle. Ich will da nicht ins Detail gehen. Nur muss uns klar sein, in Zukunft müssen wir eigentlich mit mehr Katastrophen rechnen. Ja, im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung zum Beispiel, Extremwetterlagen, und wenn die Ressourcen knapper werden. Also wir müssen mit unerwarteten Situationen rechnen, und dann ist die Frage, wie können wir unsere Gesellschaft präparieren, dass sie mit diesen Situationen bestmöglich zurechtkommt. Und das ist die Frage der Resilienz. Also wir müssen eine resiliente Gesellschaft bauen. Und dazu müssen wir in der Lage sein, diese Kaskadeneffekte zu stoppen. Das braucht eine gewisse Dezentralität und Resilienz. Es braucht Diversität, modulares Design, verteilte Kontrolle, Subsidiarität. Das sind eigentlich die Konstruktionsprinzipien für eine resiliente Gesellschaft. Und darüber hinaus gibt es neue Ansätze der partizipativen Resilienz, das heißt die Einbeziehung der Bevölkerung, indem man uns Tools gibt, um uns selber zu helfen und um uns gegenseitig zu helfen. Ja? Also das Smartphone kann ja in eine Art Überlebenstool verwandelt werden, da kann ja im Grunde genommen ein KI-System sein, was uns
hilft in schwierigen Situationen vor allem uns, hilft uns untereinander zu koordinieren, damit wir unsere Talente und Ressourcen bestmöglich zum Einsatz bringen können, wenn es Hilfe bedarf. Dann wollte ich über das Prinzip der Selbstorganisation reden. Ja? Das würde bedeuten, wegzugehen von diesen überregulierten Systemen, in denen wir heutzutage leiden, hin zu Systemen, die gute Entscheidungen unterstützen. Und hier ist ein witziges Beispiel. In Ägypten aufgenommen, hochdivers, aber fast niemand muss anhalten an dieser Kreuzung. Die Frage ist, wie funktioniert das auf so wundersame Art und Weise? Und es ist das Designprinzip. Das heißt, hier haben wir Einbahnverkehr vorne, hinten in die entgegengesetzte Richtung und dazwischen gibt es einen Puffer. Und dieser Puffer erlaubt es den Verkehrsteilnehmern, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass gerade dann, wenn man die Straße passieren möchte, eine Lücke vorhanden ist. So, nun wollen wir es natürlich gerne ein bisschen moderner haben und ein bisschen sicherer. Das kann man mit dem Internet der Dinge umsetzen. Das heißt, jetzt, 300 Jahre nach Adam Smith, können wir die unsichtbare Hand, also die Selbstorganisation, zum Funktionieren bringen. Und hier ist ein Beispiel. Zunächst einmal simulieren wir diesen Stop-and-Go-Verkehr, den ich vorher gezeigt habe. Der nervt uns ja jeden Tag. Und wir müssen natürlich erstmal verstehen, wie kommt das zustande. Das haben wir dann auch gleich wirklich genug von diesem Stau. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal einen Hubschrauber. Gut, steht nicht jedem zu Gebote, aber uns jetzt schon. Und sehen dann, dass das Problem diese Zufahrt ist. Da tröpfeln also einige Autos rein auf die Autobahn. Es produziert kleine Störungen und die Störung schaukelt sich auf. Und das produziert einen Stop-and-Go-Verkehr. Nun stellen wir uns mal vor, dass sagen wir 30% dieser Fahrzeuge ausgestattet sind mit Radarsensoren, die den Abstand und die Relativgeschwindigkeit messen und die Autos automatisch beschleunigen oder bremsen. Und man sieht, nach kürzester Zeit löst sich der Stau auf, obwohl genauso viele Fahrzeuge reinfahren. Wie haben wir das gemacht? Nicht mit einem wohlwollenden Diktator, der alles sieht und dann hier jedes einzelne Fahrzeug über eine Verkehrsleitzentrale steuert, sondern dezentral durch Mechanismusdesign, indem wir die Interaktionsmechanismen leicht verändert haben. Und das funktioniert so, dass man Echtzeitmessungen, Echtzeitdaten und Echtzeitfeedback braucht, um diese Interaktion zu verändern. Und das haben wir auch für den Stadtverkehr gemacht, wo wir Lösungen haben wollten, die adaptiv sind, die umgehen können mit Tagesbaustellen, mit Unfällen, mit speziellen Events, und wir haben uns inspirieren lassen durch diese Oszillationen von Fußgängerströmen an Engstellen und dachten uns, wenn das keine Ampel, kein Polizisten und keine Gesetze braucht, um diese Oszillation zustande zu bekommen, sondern wenn das auf der Basis von eines Druckprinzips funktioniert, wo sich Druck auf- und abbaut, dann können wir das doch eigentlich auch anwenden auf Kreuzungen, die ja auch nichts anderes als Engstellen sind, nur für verschiedene Verkehrsrichtungen. Und haben dann verschiedene Systeme verglichen, die klassische Verkehrsleitzentrale, die versucht, so viele Daten wie möglich zu sammeln und dann einen optimalen Plan zu entwickeln, versucht, das geht aber nicht in Echtzeit, weil diese Ampeloptimierung ein NP-hartes Optimierungsproblem ist, das heißt, selbst ein Supercomputer ist da überfordert. Was man dann folglich macht, ist, man entwickelt optimale Lösungen für den durchschnittlichen Verkehr, sagen wir Montagmorgen zwischen 9 und 10 oder Freitagnachmittag zwischen 3 und 4 oder vor oder nach dem Fußballspiel. Und dann wird also ein optimales Verfahren offline bestimmt. Dann passt man die grünen Zeiten noch an auf der Basis von aktuellen Messungen, aber man verändert nicht die Reihenfolge des Services der verschiedenen Kreuzungen. Das würde dann doch wieder alles durcheinander bringen. So, also man hat aber das Problem,
dass man eine optimale Lösung hat für einen Fall, der nie auftritt, nie wirklich auftritt. Und dass wir wirklich starke Variationen der Anzahl der Fahrzeuge vor den Ampeln haben und der Fahrzeuge nach rechts oder links abbiegen. Das heißt, eine optimale Lösung für eine Situation, die nicht wirklich vorliegt. Dieser Ansatz ist vollkommen dezentral. Jede Kreuzung wird wie ein Homo economicus behandelt, der selbstständig optimale Entscheidungen trifft, in dem Sinne, dass die Fahrzeiten der Fahrzeuge in den benachbarten Straßenabschnitten minimiert werden. Ja? Also wie Homo economicus handle ich also diese Kreuzung. Jeder macht das Beste, aber unkoordiniert. Da würde man denken, naja, meine, die Top-Down-Steuerung muss eigentlich besser sein als das. Und was wir hier machen, ist das gleiche wie dort mit dem Homo economicus. Aber wenn eine lange Fahrzeugschlange entsteht, dann bauen wir die erstmal ab, bevor wir wieder die Fahrzeiten minimieren. Also hier nehmen wir Rücksicht auf die Nachbarkreuzung. Ja? Also das sollte das Beste sein, das ist das Zweitbeste und das ist das Drittbeste. Und dann stellt sich aber heraus, das ist ganz anders. Also Verkehrsleitzentrale hat hier diese rot gestrichelte Linie. Die Fahrzeugschlange in Abhängigkeit von der Kapazitätsnutzung der Kreuzung. Linearer Zuwachs macht eine Menge Sinn. Stellt sich aber heraus, Homo economicus kann es besser. Deutlich kürzere Warteschlangen, weil man eben sofort reagiert auf Fahrzeuge, die ankommen, aber dann plötzlich explodiert hier die Fahrzeugschlange und das Verkehrszentrum sagt, hahaha, und deswegen zahlt ihr ja auch jedes Jahr Millionen, damit wir den Verkehr steuern. Also kann man sagen, Adam Smith, unsichtbare Hand funktioniert hier, aber hier versagt sie kläglich und deswegen haben wir diese Verkehrsleitzentrale. Aber stellt sich heraus, dieses dritte Prinzip funktioniert besser und zwar all the way. Das heißt, Bottom-up-Selbstorganisation kann Top-Down-Kontrolle übertreffen, aber muss lokal optimieren, gleichzeitig aber Rücksicht auf die Nachbarn nehmen. Ja, das hört sich eigentlich gar nicht so gut an. Und wir können eigentlich auf diese Art und Weise die unsichtbare Hand zum Funktionieren bringen. Dann haben wir uns an Dresden gebannt, wo ich damals geforscht habe, und die haben gesagt, ja, wir haben die Stadt im Griff, außer hier im Zentrum, ja, ziemlich chaotisches Straßennetzwerk, dort würden wir gerne den öffentlichen Verkehr priorisieren. Haben natürlich eine Ausschreibung gemacht für eine Software, beste Unternehmen, beste Produkt, hat gewonnen, hat glaube ich mehrere Millionen gekostet, produziert grüne Wellen, die sogar noch adaptiv sind, tolle Sache, aber hier haben wir diese ganzen Trams und Busse, die da durch dieses Gebiet laufen, und die möchte man priorisieren. Wenn man das aber tut, dann werden die grünen Wellen unterbrochen und sofort entsteht ein Monsterstau. Ja? Also kann man das verbessern? Dieses System, was Sie gekauft haben, das produziert also grüne Wellen, die im System aufoperiert werden. Unser Ansatz auf der Basis der Selbstorganisation produziert auch gute Wellen, aber die sehen anders aus. Und im Ergebnis ist es so, tatsächlich der öffentliche Verkehr profitiert massiv, aber nicht zulasten des Individualverkehrs. Auch der hat sogar kleine Vorzüge und die Fußgänger und die Fahrradfahrer auch. Und vor allem die Umwelt. Ja. So, da kommen wir also zum Thema More Sustainable Cities. Ich überspringe da ein paar Folien. Da geht es also um Logistik. Logistische Systeme haben zum Teil ähnliche Eigenschaften wie Straßensysteme. Unternehmen versuchen sich anzupassen an Veränderungen der Nachfrage, aber es braucht Zeit, diese Anpassungen zu machen. Und in der Folge gibt es manchmal Oszillationen in der Produktion von Produkten, und die wirken sich auch global aus. Das heißt, wir haben diese sogenannten Booms und Rezessionen, kennen wir alle. Die Frage ist, könnte man quasi diese Supply-Netzwerke so verändern, dass die Oszillationen eliminiert werden? Und wie man sieht, hier diese typische Supply Chain produziert Oszillationen, auch das produziert Oszillationen, aber hier das System
das so ein bisschen wie eine Leiter aussieht, das kann sie fast vollständig eliminieren. Interessanterweise sieht das ein Supply Netzwerk sehr ähnlich, was bei Intel Technologies über die Jahre gewachsen ist. Ja, was in der Lage ist, eben Variationen auszugleichen. Wir haben damals dann Selbstorganisationsprinzipien angewandt auf Fabriken. Manche Unternehmen haben sich an uns gewandt und gesagt, vielleicht können wir von den Fußgängern lernen. Und tatsächlich haben wir da auch einiges gelernt. Wie gesagt, Binärdynamik ist ähnlich wie bei den Verkehrssystemen. Es gibt Rückstaus und so weiter. Und dementsprechende Verspätungen. Wir haben damals Software entwickelt, um selbstorganisierende Produktionssysteme zu bauen, wo die Produkte im Grunde genau mit den Maschinen sprechen können, auch mit den anderen Produkten. Damals war das technologisch eigentlich kaum umsetzbar, aber heutzutage mit RFID-Chips und Internet der Dinge und so weiter ist das jetzt alles möglich. Und sogar selbst konfigurierbare Fabriken. Alles damals diskutiert. Und hier sieht man übrigens ein schönes Beispiel vom Kollegen Fuhrmann von einem Verteilsystem, was zunächst einmal den kürzesten Weg nimmt bei geringer Auslastung, und wenn die Auslastung dann zunimmt, entsteht durch Selbstorganisation ein Kreisverkehr, in diesem Fall entgegen der Uhrzeigerrichtung. Ja? Und das heißt, ich versuche Sie jetzt für die Kreislaufwirtschaft zu gewinnen. Ja. Muss ich da wahrscheinlich überzeugen, aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Also, jeder von uns produziert im Laufe seines Lebens 50 Tonnen an Müll. Das sind Schränke, Autos, Computer, Smartphones. Was das Zeug hält, davon wird vieles weggeworfen. Das wären eigentlich genügend Ressourcen für uns alle auf diesem Planeten. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht keine Ressourcenkrise. Wir haben nur ein Problem, diese Ressourcen vernünftig zu verwenden. Und jetzt verbreitet sich dieses Internet der Dinge, kann man gut und schlecht verwenden für Massenüberwachung oder eben anders dezentral zur Lösung unserer Ressourcenfragen. Also, Sie alle haben eigentlich das Internet der Dinge in Ihrer Tasche. Die Frage ist, wie wir es nutzen. Wir könnten eigentlich unsere eigene Datensammlung über die Welt gemeinsam bauen. Ja, wir könnten unsere Smartphones vernetzen, um ein Messsystem für die Welt zu entwickeln. Wir haben da ein bisschen angefangen, das nannte sich NervousNet. Und die Idee war, dass es aber ein System ist, wo wir selber die Kontrolle über diese Informationsströme haben, die da produziert werden von unserem Smartphone. Das heißt, wir selber würden entscheiden, welche Sensoren nun genutzt werden, um Daten zu sammeln, ob wir diese Daten nur für uns selber verwenden möchten, für Smart-Home-Anwendungen, oder ob wir sie teilen möchten und unter welchen Umständen. Und die Idee war, dass man dieses öffentliche Internet der Dinge als Bürgernetzwerk betreiben konnte. Ein partizipatives System, so eine Art Echtzeit-Daten-Wikipedia für uns alle. Und insbesondere konnte man das natürlich nehmen, um Lärm und CO2 und andere Externalitäten zu messen. Das heißt, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt und auf andere Menschen lokal auszumessen und dann Feedback zu geben, was wir gerne hätten, ist, positive Externalitäten zu vergrößern, negative zu reduzieren und für eine faire Entschädigung zu sorgen. Das Entscheidende ist, dass wir hier ein multidimensionales Koordinationssystem im Sinn haben. Ja, das heißt, man hätte nicht Dollars oder Euros in die Welt zu steuern, sondern man hätte im Grunde genommen viele verschiedene Bankaccounts, könnte man sagen, für all diese verschiedenen Ressourcen. Die würden separat ausgemessen und separat Feedbacks geben. Und das ist eben wichtig, um komplexe Systeme zu steuern und zu managen, beziehungsweise selbstorganisierende Systeme auch zu ermöglichen. Denn unser Körper und auch Ökosysteme, die funktionieren ja natürlich nicht auf der Basis von Dollar, sondern auf vielen verschiedenen Feedback-Loops. Ja? Und sowas brauchen wir selbstverständlich auch für die Welt. So, und das kann man jetzt bauen mit Blockchain-Technologie zum Beispiel, diese verschiedenen
Währungen. Man muss es übrigens gar nicht als Geldsystem sehen, das kann man genauso gut als Echtzeitkoordinationssystem, komplexe Systeme sehen. Also das Besondere wäre, dass man das Internet der Dinge mit diesen Feedback-Loops verbindet, sodass in unserer Wirtschaft nicht ständig neue Gesetze und Auflagen eingeführt werden, sondern neue Kräfte. Neue Kräfte, die dazu führen, dass es sich lohnt, Abfallstoffe wieder zu verwerten, zu recyceln oder umweltfreundlich zu produzieren. Das heißt, könnte die Unternehmen, die das tun, eben belohnen mit verschiedenen dieser Dimensionen, wenn sie sich engagieren. Denn heutzutage ist es ja anders. Die Unternehmen, die am rücksichtslosesten sind, die machen am meisten Gewinne. Und das heißt, diese Businessmodelle verbreiten sich am meisten. Und in Zukunft brauchen wir eigentlich ein System, wo die Unternehmen, die umweltfreundlich und sozialverträglich produzieren, auch sich am schnellsten verbreiten. Und das geht nur, wenn man nicht nur auf Dollar oder Euro schaut, sondern immer auch auf diese vielen anderen Dinge. Wir versuchen, das miteinander zusammenzubringen. Wir hatten jetzt schon verschiedene Workshops zu Blockchain und Internet of Things. Und das Ziel ist natürlich, dass dieses neue Denken zu einer Kreislaufwirtschaft führt, auf der Basis von Selbstorganisation und Koevolution. Das heißt, Kräfte zu erzeugen, die halt das Schließen dieser Lieferketten zu Lieferkreisläufen belohnen. Und die Sharing Economy ist selbstverständlich Teil von dieser Kreislaufwirtschaft. So, wir sehen schon, wir müssen sehr viel innovativer werden, wenn wir unseren Kopf aus der Schlinge ziehen wollen und wollen, dass es nicht so schlimm kommt, wie ich am Anfang geschildert habe. Hier einige Ideen. Wir könnten eigentlich die Welt gemeinsam zu retten versuchen. Ein Ansatz sind diese Städte-Olympiaden. Da würden sich also Städte in einen freundschaftlichen Wettbewerb begeben, alle paar Jahre, sagen wir über 6 Monate, würden alle, die interessiert sind, alle Stakeholders, die Zivilgesellschaft, sich Lösungen ausdenken zu verschiedenen Problemen, wie Klimawandel, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Resilienz, Frieden und so weiter und so fort, was uns auch immer wichtig ist. Das wären verschiedene Disziplinen und dann gäbe es quasi so eine Art Mega-Hackathon, der würde 6 Monate dauern und in der Zeit würden tatsächlich Lösungen ausgearbeitet, Software entwickelt und so weiter und so fort, neue energieeffiziente Ansätze entwickelt und dann auch verbreitet. Alle Stakeholders der Gesellschaft wären involviert, die Politik, die Medien, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft und so weiter und so fort. Und die Lösung wären dann Open Source und Creative Commons. Das heißt, jeder könnte sie nehmen, weiterentwickeln, Unternehmen, KMUs, Spin-offs, andere Städte, die Lösungen könnten kombiniert werden. Kombinatorische Innovation wäre möglich, gemeinsam würden wir sehr viel schneller vorankommen. Und wir versuchen gerade dieses Konzept aufzugleisen. Tatsächlich hat Amerika schon sehr schnell reagiert. Dort gab es eine erste Runde. 70 Millionen wurden da schon hineingesteckt in einen solchen Wettbewerb. Und es muss klar sein, die meisten Erfindungen sind eigentlich noch gar nicht gemacht worden. Ob es 1% sind oder mehr, das ist dann eigentlich auch egal. Sebastian Truhn von Google X, der diese selbstfahrenden Fahrzeuge bei Google entwickelt hat, meinte das jedenfalls. Ja, tatsächlich. Ich meine, hier gab es George Hotz, einen Hacker, der selber ein selbstfahrendes Fahrzeug entwickelt hat. Erstaunliche Sache. Gut, man möchte vielleicht nicht, dass jetzt jeder sein selbst entwickeltes Fahrzeug in den Verkehr bringt. Aber ich finde, das ist eine tolle Sache, wenn einzelne Erfinder tatsächlich hier solche mutigen Entwürfe machen können. Ja? Und im Grunde genommen können wir Dinge wie dieses, also dieses solarbetriebene Auto, an unseren Universitäten bauen. Ja? ETH und andere Universitäten sind da klasse drin. Ja? Oder diese Solarflugzeuge, alles möglich. Oder diese neuen Stadt, wie nennt sich das? Flugtaxis nannte das eine Verkehrsministerin oder die Italien oder. Naja, jedenfalls tolle Entwicklungen, die da möglich sind. Keine Frage. Und die können wir an Universitäten und in Hackspaces und Fablabs und so weiter entwickeln. Und wir können es eigentlich noch eine Stufe weiter entwickeln. Und
hin zu Open Source Urbanism. Also eine Idee, dass man Entwürfe für Lösungen für unsere Städte quasi open sourced und auf diese Art und Weise leicht und schnell umsetzbar macht in anderen Städten, in anderen Teilen der Welt. Das heißt, dieses Prinzip von Wikipedia, Creative Commons, GitHub, Open Source Hardware, würde man erweitern hin zu Open Source Architecture und Open Source Urban Planning, und dafür braucht es Openness, Collaboration, Modularity, Granularity, Low-Cost Integration. In manchen Städten ist das auch schon unterwegs. Ich finde auch Freiburg hat da interessante Experimente gemacht und gilt insofern auch als Vorzeigestadt. Und selbst in New York meinte Alexandris Washburn hier a New York perspective on resilience. I could not control anything, but I could influence everything. Er war eigentlich der Chefplaner und er meinte, damit es gelingt, muss top-down und bottom-up zusammenkommen. Ja? Ich glaube, wir brauchen ein neues Modell der Globalisierung, das nenne ich Globalization statt Globalization. Wir sind global, global und divers, das heißt, wir müssen experimentieren, wir müssen voneinander lernen, wir müssen uns gegenseitig helfen. Das ist der Ansatz, der zum Ziel führt. Das heißt, Netzwerke von Städten rund um die Welt, die sich gegenseitig helfen, unter Einbeziehung der Zivilbevölkerung, das sind wir, um die Weltprobleme zu lösen. Und ich bin sicher, dann kommen wir sehr viel schneller voran, als wenn wir nur auf Regulierung durch die Politik und nur auf Big Business als Retter der Menschheit setzen. Ja, wie können wir eigentlich die Zivilgesellschaft noch stärker unterstützen, befähigen? Durch ein Konzept, das ich Investmentprämie nenne, Crowdfunding for All. Das heißt, es gäbe sozusagen eine neue Art von Zentralbank, ich nenne das mal Bürgerbank, wo eine neue Art von Geld erzeugt wird, was auf unser Konto regelmäßig überwiesen wird. Das hört sich schon mal gut an, nehme ich an. Und zwar aber nicht zum eigenen Konsum, sondern um es an andere abzugeben, an Leute mit großartigen Ideen, mit Innovationen, mit Engagement für wirtschaftliche, kulturelle, soziale oder ökologische Projekte. Die Dinge, die wir in unserer Nachbarschaft oder auch global für wichtig und richtig halten, die könnten wir mit diesem Geld fördern. Wir hätten also nicht nur alle 4 Jahre Abstimmungsrecht, sondern wir könnten eigentlich immer jeden Monat mitbestimmen, was passiert in dieser Welt, wo das Geld hinfließt. Wir alle könnten Projekte selber auf den Weg bringen und dann gibt es einen Wettbewerb zwischen den Projekten und sagen wir, die 30-50% besten Projekte würden gefördert, also die, die genügend Geld zusammenbringen. Und hey, warum nicht? Ich meine, es gibt heutzutage crowdfunded Wolkenkratzer. Ja, also wenn man das crowdfunden kann, ja, warum dann nicht auch die Entwicklung von Städten und von unserer zukünftigen digitalen Gesellschaft? Und wie können wir die Kreativität und Kooperation zwischen den Menschen unterstützen? Da kann man natürlich auch wieder digitale Technologien verwenden, Social Computing zum Beispiel, die helfen, die richtigen Teammitglieder für unsere Projekte zu finden, die uns helfen, uns zeitlich zu organisieren, die Ressourcen zu organisieren, die uns auf ein professionelles Niveau bringen, was den Stand der Technik angeht, also Augmented Reality, Mixed Reality, das kann uns quasi das Wissen der Welt in Echtzeit übermitteln, sodass wir nicht erst irgendwie 12 Jahre auf die Schule gehen müssen und dann 5 Jahre studieren und dann nochmal 5 Jahre promovieren oder 4 und dann nochmal 3 Jahre spezialisieren, sondern ja, warum blockieren wir eigentlich die Weitergabe des Wissens, wenn wir es in Echtzeit haben könnten? So, und insgesamt führt diese neue Vision, wie wir in Zukunft digital leben könnten, zu diesem Konzept Co-Involving City Life.
wo das Prinzip der Selbstorganisation zugrunde liegt, das übrigens sehr alt ist. Ja, die Fable of Bees hat es eigentlich formuliert, aber bis anhin war es nicht möglich, das umzusetzen, weil die Technologie gefehlt hat. Das verändert sich nun. Wir können eigentlich soziale Selbstorganisation ermöglichen. Wir kennen viele Mechanismen, die soziale Selbstorganisation unterstützen, die Entstehung von Verhaltenskonventionen zum Beispiel. Und wir wissen von Elinor Ostrom und anderen, dass Self-Governance effizient ist, wenn wir nur die richtigen Designprinzipien für Systeme anwenden. Wir können Tragödien der Allgemeingüter überwinden, soziale Dilemmata verändern, indem wir die Interaktion verändern. Es gibt viele dezentrale Mechanismen, alte wie neue. Das ist ein alter Verwandtenbevorzugung, das wollen wir vielleicht nicht mehr. Auch diese Eye for Eye, Tooth for Tooth ist wohl nicht mehr das, was wir wollen, weil es zu Kriegen und Konflikten führt. Auch Peer Punishment wäre zwar möglich, um Kooperation dezentral zu fördern, aber die Frage ist, muss man das anwenden oder gibt es nicht auch was Besseres? Und tatsächlich gibt es zahlreiche andere Mechanismen wie Altruistic Signaling, erfolgsgetriebene Migration, direkte Reziprozität, das heißt wiederholte Interaktionen, indirekte Reziprozität, zum Beispiel Reputationssysteme und Merit-Based Matching, wo Kooperative mit Kooperativen zusammengebracht werden, um die Ausbeutung der Kooperativen zu vermeiden und Anreize zu schaffen, kooperativer zu werden. Und auch Qualifikationsmechanismen und Wettbewerbsmechanismen können helfen. Also ich glaube, wir können lernen, wie wir Systeme bauen, die auf der Basis von dezentralen Interaktionen, Kooperation, Fairness, Vertrauen und Wahrheit fördern. Und das ist die Herausforderung für Sie, würde ich sagen. Und ich komme langsam zum Ende. Natürlich gibt es Situationen, wo man irgendwie vielleicht Kompromisse machen muss. Ich bin der Meinung, wenn wir mehr Freiheit haben wollen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, dann müssen wir aufhören, Leuten, die hunderte von Kilometern entfernt leben, vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Das heißt, weg von der Überregulierung. Wir sollten eigentlich die Freiheit haben, zu machen, was wir wollen, solange es der Umwelt und anderen nicht schadet. Und das kann man jetzt quasi mit dem Internet der Dinge umsetzen, statt mit einer Gesetzesflut und mit diesen Echtzeit-Feedbacks, wie ich es vorher beschrieben habe. Aber lokal müssten wir uns immer noch einigen irgendwie. Und das ist das Prinzip der digitalen Demokratie, was ich gerne umgesetzt sehen möchte. Das ist ein System, wo die besten Ideen, Talente von uns allen in der jeweils betreffenden Nachbarschaft oder betroffenen Nachbarschaft zusammengebracht werden. Dafür braucht es Online-Deliberation-Plattformen, das heißt Plattformen, wo die Argumente gesammelt werden, wo sie vielleicht unter Einsatz von KI-Algorithmen sortiert werden, sodass die verschiedenen Perspektiven auf ein komplexes Problem sichtbar werden, herauskristallisiert werden. Dann müssen wir die Vertreter von diesen verschiedenen Perspektiven an einen runden Tisch einladen. Und die Aufgabe wäre dann, innovative Lösungen zu finden, die verschiedene Perspektiven an Bord nehmen und die für möglichst viele Menschen funktionieren, also integrierte Lösungen. Das Interessante ist, bei komplexen Problemen ist es oft so, dass nicht die beste Einzellösung tatsächlich die beste Lösung zu dem Problem ist, sondern wenn wir die beste Einzellösung kombinieren mit vermeintlich schlechteren Lösungen, sagen wir der zweiten und drittbesten Lösung, dann gibt es oft noch viel bessere Lösungen. Das ist das Erfolgsgeheimnis der kollektiven Intelligenz. Und deswegen braucht es Diversität und deswegen braucht es Pluralismus und Mechanismen, dann die verschiedenen Perspektiven zu integrieren, konstruktiv. Ja, das geht also einen Schritt weiter jenseits der Mehrheitsherrschaft über die Minderheit
also dem Ansatz, den wir heutzutage haben. In Zukunft geht es darum, die Ideen auch von Minderheiten stärker an Bord zu holen und noch bessere Lösungen zu finden, die für mehr Menschen funktioniert, sodass wir unsere Talente bestmöglich zum Einsatz bringen können, kreativ zu unserer Gesellschaft und ihrer Entwicklung beitragen können. Tatsächlich schlägt kollektive Intelligenz, künstliche Intelligenz. Wir haben es gesehen, Facebook hat versucht, das Fake News Problem zu lösen durch künstliche Intelligenz, ist kläglich gescheitert. Plötzlich trat Mark Zuckerberg auf die Bühne und sagte, wir verlinken jetzt auf Wikipedia. Es war noch nicht mehr genügend Zeit, um Wikipedia zu informieren. Und was ist Wikipedia? Das basiert natürlich auf der Weisheit der vielen, auf kollektiver Intelligenz, das heißt auf allen unseren Beiträgen. Und übrigens ging es auch YouTube nicht anders. YouTube gehört zu Google, das heißt, wenn Facebook und Google, zwei der Unternehmen mit den mächtigsten KI-Systemen, an diesem Fake-News-Problem scheitern und auf kollektive Intelligenz zurückreferenzieren, dann hat das schon was zu bedeuten. Also wie gesagt, seien Sie ein Game-Changer. Wir können eigentlich jetzt mit digitalen Technologien Systeme bauen, die unsere Interaktion unterstützen, sodass wir hingewiesen werden auf Situationen, wo wir Vorteile hätten, und zwar alle involvierten Parteien, die uns warnen würden vor Situationen, die schlecht wären für uns, sodass wir die Finger davon lassen, die uns vor Ausbeutung schützen und die Win-Lose-Situation, soweit es möglich ist, in Win-Win-Situation verwandeln. Und damit würden sozusagen die Aktionen, die wir machen in unserer Kreativität, miteinander koordiniert, dass sie nicht anderen schaden. Also es ist gewonnen, wenn wir Nutzen haben, aber anderen schaden. Denn dann, wenn andere Nutzen haben, haben wir den Schaden. Ja? Das heißt, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir tatsächlich lernen, die Dinge zu machen, die uns und anderen und der Umwelt nutzen. Ja, und ich denke, das können wir schaffen. Diese digitalen Systeme können eigentlich die Dinge fördern, die wir für förderungswürdig halten, das heißt Kooperation zum Beispiel und die egoistischen Ziele. Die könnten wir zwar weiterhin verfolgen, aber die würden quasi nicht noch durch digitale PS unterstützt, sondern die digitalen PS, die würden wir sozusagen hineingeben, dass die kooperativen Projekte leichter und besser gelingen. Damit würde sich das kooperative Wirken des Menschen stärker verbreiten. Das heißt, ich glaube daran, dass die Erfolgsprinzipien der Zukunft in einer komplexen Welt, in der wir leben, Co-Learning, Co-Creation, Coordination, Cooperation, Co-Evolution sind. Wir alle auf Augenhöhe miteinander interagieren, unterstützt durch digitale Systeme und wo wir die kollektive Intelligenz als Erfolgsprinzip für unsere Gesellschaft, kombinatorische Innovation als Erfolgsprinzip für die Ökonomie, was mehr Offenheit erfordert, etablieren und uns alle unterstützt, befähigt durch digitale Assistenz. Und wer noch ein bisschen Lust hat zu lesen, hier zwei Bücher von mir. Vielen Dank.